Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder mal auf der Galgenberg im neuen Monat, im August, und es gibt Ernte, 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 jede Menge. Deswegen stehen hier auch der John Deere, der Schlepper und natürlich der Drescher schon bereit, denn wir stehen in unserem Roggenfeld und der Roggen muss runter. Ich wollte den eigentlich eventuell noch einen Monat stehen lassen, aber das ist der letzte Monat, wo wir den ernten können. Augenblick, Augenblick, hier steht es so hier, und zwar Roggen im Juli und im August. Interessanterweise haben wir auch die Sorghumhirse, da haben wir noch Zeit bis September. Das Feld lasse ich erst nochmal stehen, denn wir wollen zügigst in die nächsten Monate kommen, denn ich habe Lust auf Maishäckseln und deswegen werden wir jetzt hier auch ein bisschen flott vorwärts kommen. Aber wie gesagt, der Roggen muss runter, sonst ist er nächsten Monat kaputt, und da müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen. So, auch Raps werden wir nächsten Monat erst ansehen, alles ein kleines bisschen nach hinten verschieben, gar kein Problem. Und ansonsten haben wir auch noch einiges zu tun. Und es hat sich auch schon wieder hier ein bisschen was getan auf der Map. Aber das zeige ich euch dann gleich. Jetzt bringen wir erstmal hier den John Deere in sozusagen Startposition. Jetzt muss ich mal die Hilfe wieder einschalten. Ding, ding, ding. So, Hilfefenster an. Denn ich muss schauen, haben wir Strohablage, ist an. Jetzt weiß ich gar nicht, macht Roggen auch Stroh? Jo, okay, das heißt, wir müssen auch noch Stroh bergen, aber okay, das kriegen wir alles hin. So, wie immer mal ein kleines Vorgewende, und das Interessante ist natürlich hier bei diesem Feld, das haben wir ja aus drei Feldern zusammengelegt, und mir geht es ja, ihr wisst es ja immer, ein bisschen auch um die Boden bzw. die Precision, die Umweltbonuswerte, genau diese. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir hier dann weiterkommen. Denn wir haben hier vorne die ersten zwei Felder sehr, sehr guten Wert gehabt. Aber hinten das dritte Feld, das haben wir ja neu dazugenommen. Und da sind wir irgendwie unter 50. Also da schauen wir mal, dass wir jetzt mit der Ernte hoffentlich dann nach vorne kommen und den Wert hier verbessern. So, wie immer fahren wir erstmal ein Vorgewende. Und dann schauen wir mal, wie die Ertragswerte sind. Oh ja, die sind gut. Die sind sehr, sehr schön grün. Wunderbar. Und den Roggen, den bringen wir dann, denke ich, zu unserer Mühle und machen dann dort Mehl und Getreideschrot für unsere Tierchen. Apropos Tierchen, ja, mittlerweile habe ich mich von den Kühen an unserem zweiten Hof auch getrennt. Und die Hühner werden auch diesen Monat gehen müssen, aber da haben wir noch ein bisschen Futter drin. Das heißt, die können auch noch ein bisschen Eier produzieren, da kriegen wir noch eine Palette raus. Aber dann werden wir uns diesen Monat auch von diesen Tieren trennen. Und dann ist auch der, ich sage mal, Dorfhof, der zweite Hof, den wir ja mal dazu gekauft haben, auch, ja, so weit abgearbeitet, dass wir dann dort so gut wie keine Arbeit mehr haben. Die Silage habe ich aus dem Silo auch mittlerweile rausgenommen. Also da werden nur noch Kleinigkeiten zu tun sein. Wir konzentrieren uns auf unsere Tierchen auf dem Haupthof, auf unsere Kühe und natürlich auf unsere Schweinchen, die ich mittlerweile auch gefüttert habe. Und dort steht auch parat mittlerweile unser Warrior mit dem Güllefass, denn ich will heute auch noch ein bisschen Gülle ausbringen auf den neuen Feldern, die schon mal ein bisschen vordüngen. Ihr wisst es ja, bei mir wird immer vorgedüngt mit Gülle, und dann haben wir im nächsten Jahr, wenn wir aussäen, natürlich nicht mehr so viel Dünger auszubringen und sparen wir uns natürlich die Kosten. So, die BGA soll auch zum Laufen gebracht werden. Wir schauen mal, wie es hier aussieht. Hier steht da der Deutz. Dann gehen wir da mal rüber und laden hier für dieses Feld, weil das muss hier vorgedüngt werden. Für dieses Feld laden wir dann mal hier die Gülle ein, denn der Schweinestall, da sind wir auch schon bei über 70, 74.000 Liter. Also der quillt langsam über, da müssen wir was tun. So, ich sehe da hinten auch Mist, jede Menge Mist im Misthaufen. Auch die sollten wir holen, damit wir Material haben für unsere Apfelplantage. So, diesmal werden wir hier mal rückwärts reinfahren. Ansonsten ist es ja auch so, dass hier das Gülleüberladen ja ziemlich lange dauert. Deswegen können wir auf jeden Fall das hier schon mal anschmeißen. Und der Johnny hat sich ja bereits gemeldet. So, Befüllung starten, und ihr seht, das zieht sich. So, der Johnny hat sich schon gemeldet. 91%, okay.
Ja, hier haben wir aber auch gute Ernteerträge. Ich will mal schauen, ob sich das bereits hier auswirkt auf Precision. Ja, natürlich. Da hatten wir vorher, glaube ich, 47, 46. Jetzt sind wir hier bei 97. Und das Ganze geht hier nach oben. So, hier haben wir ein neues Feld, das wir abgeerntet haben. Da will ich auf jeden Fall nochmal vordüngen. Hier haben wir die drei Felder zusammengelegt. Da habe ich auch vorgedüngt. Und natürlich auch dieses Feld bereits vorgedüngt und Stoppelsturz gemacht und ähnliches. Naja, ich würde sagen, läuft. Also Arbeit geht uns hier auf diesem Projekt nicht aus, das ich, denke ich, jetzt so langsam aber sicher umbenennen werde in unser Big Farm Projekt. So, dann fahren wir hier mal los. Denn wir schauen ja wirklich, dass wir hier jetzt ein bisschen Felder zusammenlegen, größere Einheiten haben zum Abarbeiten. Und da freue ich mich schon richtig natürlich aufs Häckseln, denn wir haben ja unsere Silos so platziert, dass wir hoffentlich, also ich bin der Meinung, es sollte funktionieren, dann mit zwei Abfahrern arbeiten können hier auf der Konsole. Wie gesagt, immer dran denken, wir sind hier auf der Konsole unterwegs. Und dann können wir mit den Giants-Helfern hoffentlich arbeiten, sodass wir einen Abfahrer haben auf dem Feld und einen, der dann zum Silo fährt. Natürlich nicht zu einem Durchfahrsilo oder Keilsilo, sondern zu einem Fermentersilo. Nur so kann das Ganze auch funktionieren. So, Udele, einmal abtanken. Und auch hier werden wir dann mit dem Helfer arbeiten. Sehr schön. Und dann werden wir parallel, wenn der Drescher wieder unterwegs ist und natürlich auch das Güllefass am Arbeiten ist, werden wir noch ein bisschen Silage in die BGA werfen. Ja, Micromanagement habe ich schon ein kleines bisschen gemacht, was eben heißt, dass ich mich um die Kühe gekümmert habe. Stroh haben wir eingeworfen, Mischration haben wir eingeworfen. Und was wir noch bei Gelegenheit machen müssen, ist den Kühen noch Wasser bringen. Die Schweinchen sind auch gut versorgt. Ja, und dann müssen wir noch schauen, dass wir die Milch, ja, die darf ich nicht vergessen, die Milch in unsere Milchproduktion bringen. So, den lassen wir hier erstmal hier stehen. Der ist halb voll. So, dann lassen wir nämlich erstmal hier diese Bahnen fahren, weil die kriegt er definitiv hin. Ja, man sieht das ein wenig schlecht, ne, wo ja eigentlich die Frucht ist. Aber ich denke, so passt das. Sehr schön. So, Dele, wie weit sind wir denn hier? Genau, 39. Und wo ist er denn? Hier ist er, der Fendt mit einer Ladung Silage für unsere BGA schon aufgefüllt. Und in der Zwischenzeit darf ich ganz kurz kundtun, dass ich auch, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge ja gesehen, das Thema hatte mit den Bienchen und sind ja, oder mir sind die Bienenstöcke da hinten aufgefallen. Und jetzt habe ich hier tatsächlich an unserem Logistikzentrum hier eine entsprechende Stelle, wie heißt denn das? Jedenfalls für die Bienen, für den Honig. Und ihr seht, es landet tatsächlich Honig. Also wir haben die Bienenstöcke nicht gekauft. Die haben uns wohl schon gehört oder vielleicht eben mit dem Kauf des Landes sind die dazu gehört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir produzieren jetzt auch Honig und den Honig werden wir natürlich dann in unser Zentrallager mit rübernehmen. Jo! So, und ansonsten, die Folge habe ich extra produziert für den Sonntag. Bevor wir in meinen Urlaubsstream gehen, denn ich werde jetzt dann 14 Tage in Urlaub gehen und ich will nochmal mit euch zusammen ein bisschen hier streamen und entschleunigen im Landwirtschaftssimulator und dazu habe ich ja eine Umfrage gestartet und wer da mal reinschauen will, im Moment führt tatsächlich die Galgenberg und dann Kopf an Kopf die Kallebach und die Offlum, die wir ja noch gar nicht gezockt haben, sondern da habe ich mir mal gedacht, die laden wir runter. Die kamen nämlich, glaube ich, am Freitag war sie im Mod-Hub. Und naja, also wenn ihr Lust habt, dass wir die Offlum zocken, dann vergebt ihr gerne auch einen Vote. Ansonsten neu mir die Brunnen abgeschlagen und was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, ja, die Alteiche hat bis jetzt überhaupt gar kein Vote bekommen. Aber okay, es ist eure Entscheidung, was wir heute Abend um 19 Uhr soll es in den Livestream gehen. 19 bis 22 Uhr, also ihr könnt noch abstimmen bis kurz vor 7 und dann sehen wir weiter. So, Entschuldigung.
Jetzt hatte ich ein kurzes Kratz an dem Hals und musste erst was trinken. Sehr schön, dann laden wir hier wieder voll. Fahren zu unserem Fermenter-Silo. Und dann lassen wir mal hier die BGA richtig schön laufen. Denn wir haben jede Menge Stroh, das wir hier bearbeiten können. So, wir schauen mal kurz rein. Und zwar hier in die Produktionen. So, fangen wir mal kurz von oben an. Und zwar hier die Silageproduktion oben am Hof, am Dorfhof. Da ist jetzt mittlerweile alles leer. Stroh ist zwar noch drin. Ja, jetzt überlege ich gerade, das könnte man ja dann auch fermentieren. Ja, da lassen wir das dann auch noch laufen. Okay. So, und dann haben wir am hessischen Fermentersilo. So, Biogasanlage. Okay, da können wir noch ein bisschen was reinwerfen. So, den Futtermischer. Ja, Mischration Silage 155 ist da drin. Wir produzieren Schweinefutter zurzeit, denn Mischration haben wir auch jede Menge. So, und hier haben wir das hessische Fermenter-Silo. Da haben wir 150.000 Liter Stroh drin. Also da können wir auch noch jede Menge Silage machen. Und dann haben wir ja noch in dem Kopfsilo haben wir ja auch noch über 100.000 Liter Silage. Okay, ja, wir können eigentlich gleich mal rüberfahren. So, Motor an und los geht's. Und interessanterweise, ihr seht es hier, habe ich auf dem Feld wieder mal Lesesteine. Obwohl wir ja gar nicht damit spielen, aber das Phänomen hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und jetzt, nachdem es wieder abgeerntet ist und witzigerweise, erst nachdem wir in den neuen Monat gegangen sind. Ich habe hier gemulcht und da habe ich noch keine, beziehungsweise Stoppelsturz gemacht und dann habe ich hier noch keine Lesesteine gesehen und jetzt sind wieder welche da. Naja, hier werden sie nicht angezeigt und auch auf der Karte werden sie nicht angezeigt. Also insofern ignorieren wir das Ganze. So, Helfer hat einen vollen Korntank. Oh, das geht aber zügig. Das ist unser John Deere, das heißt, den müssen wir gleich wieder abtanken. Das tun wir auch gleich, aber jetzt bringen wir erstmal den Fendt hier in Position, damit er abladen kann. So, finanziell geht es uns ja auch ganz gut. Also wir müssen da jetzt nicht gucken. Aber mit der Silage werden wir jetzt natürlich hier nochmal ordentlich Geld verdienen. Und einmal abladen. Und dann ist der Bunker auf jeden Fall erstmal voll. 75.000 Liter Silage können dann verarbeitet werden. Hervorragend. Und in der Zwischenzeit seht ihr hier, also auch hier, 162.000 Liter, also wir können richtig Geld machen. So, da steht er. Und wartet darauf, abgetankt zu werden. Und dann bringen wir das Ganze hier. Dann schauen wir doch mal schon mal, ob der Helfer hier funktioniert. Ich bin gespannt. So. Ja, okay, da fährt drei Bahnen, dann ist der Drescher wieder voll. Wie sieht es denn aus? 6,5. Okay. Ja, sieht alles noch gut aus. Hervorragend. So, ein Thumbnail. Sehr schön. 80%, dann machen wir mal hinten dicht. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Jetzt mal aus etwas größerer Entfernung. Wir erstellen einen Job, er soll liefern, und zwar zum Doppelturm-Silo, das passt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier natürlich eine Position setzen. Ja, machen wir mal spaßeshalber hier. Mal schauen, ob das so funktioniert. Job starten. Und er reagiert und fährt natürlich mitten durchs Feld, denke ich mal. Ja, da ist er sehr schmerzbefreit, aber okay. Wichtig natürlich bei solchen Geschichten immer den Verkehr ausschalten. Ist ganz klar, denn sonst kommen wir in die Bredouille. Das ist leider ein Punkt, der halt so nicht funktioniert. Und jetzt sehe ich hier gerade links, haben wir tatsächlich in den Weg hier reingesät? Wächst hier tatsächlich? Okay.
So, wenn er auf der Straße ist. Oh, jetzt, wo fährt er hin? Er fährt hier ums Schild? Nein, er fährt natürlich das Schild über den Haufen. War klar. Okay. So, wo ist denn jetzt unser... Da ist er. Dann gehen wir jetzt mal mit dem hier los. Und werden jetzt erstmal hier noch ein bisschen Gülle ausbringen. Und ihr seht, es ist schon wieder jede Menge los hier in diesem tollen Projekt, dem Big Farm Projekt. Denn auf der anderen Seite sehe ich auch gerade hier links und rechts die Grasfelder, die gehörten eigentlich auch schon wieder hier gemäht. Da müssten wir eigentlich auch in den Schnitt gehen. Und das Gras könnten wir natürlich auch abfahren und zur Silage verarbeiten. Denn ich glaube, Heu und Mischration haben wir genug. Und wenn wir das Gras natürlich auch haben im Silo, dann können wir da jederzeit logischerweise auch Heu dann mit unserer Heutrocknung oder ja, mit der Heutrocknung produzieren. So, dann machen wir hier wieder wie immer ein Vorgewende. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. So, Motor an und raus. Ja, das werden wir jetzt erstmal nochmal von Hand machen. Ja, das Feld ist natürlich jetzt nicht gerade so helferfreundlich, weil es wieder ein bisschen schräg drin liegt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein Wahnsinnsgespann hier, der schwarze Warrior zusammen mit dem Fliegel. Wobei man sagen muss, dass man natürlich mit diesen Schleppschläuchen manchmal das Problem hat, gerade wenn Neigungen sind, Wellen im Acker, dass er dann keine Gülle ausbringt. Da ist natürlich dann so ein Verteilerkopf, ja, keine Ahnung, wie man den nennt hier, so da haben wir genau diese Situation jetzt auch gehabt. Dann unterbricht er die Gülleverteilung. Wäre dann, glaube ich, einfacher. Eben mit so einem Verteilerkopf, der das halt verspritzt. So, jetzt fahren wir hier aber gerade ein bisschen Scheps hier übers Feld. So. Dann lassen wir hier den Helfer hier noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, so müsste das passen, oder? Und wir schauen mal, was der John Deere macht. Ah, er kommt wieder zurück. Hervorragend. Scheint also funktioniert zu haben mit dem Helfer laden und liefern. Jetzt hoffe ich nur, dass er hier nicht in Kollision gerät. Und wir haben dann hier ein kleines Problem. Mit der Fruchtzerstörung. Eieieiei. Und Treffer. Da kennt er gar nichts. Okay, da kennt er gar nichts. Ah, so, stopp. Ja, das ist halt eben schade, dass wir hier keine richtigen Wege haben. Dass er eben nicht auf den Wegen fährt, sondern der Helfer einfach so quer drüber. Ich glaube, das ist wirklich immer nur die Hauptstraße, die so ein bisschen eingefahren ist. Der Rest ist dann doch ein bisschen, ja, willkürlich. So. Aber das war ja vorherzusehen. Das haben wir im Prinzip schon geahnt. Aber naja, ich hatte gedacht, vielleicht haben wir Glück. Und er sagt, okay, da steht ein Objekt im Weg. Warten wir nochmal ein bisschen ab. Aber das hat ihn gar nicht interessiert. Also da hoffe ich wirklich, dass Giants für den LS25 hier deutliche Verbesserungen hat, was den Helfer angeht. Ich meine, das eine ist natürlich die Feldarbeit und das GPS, aber das andere sind natürlich dann die Helfer hier mit der Wegfindung und die hier die Abfahrer spielen. Da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, da haben wir noch nichts dazu gesehen. Also was man gesehen hat, war eben die Feldarbeit, dass er Vorgewände fahren kann oder GPS-Linien und mit den Feldern zurechtkommt. Aber natürlich wäre es für die Consoleros auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir vernünftige Abfahrer hätten, die eben auch wirklich hier die Straßen finden. So, dann schauen wir mal. Also der kommt jetzt hier weiter und der ist im Prinzip gleich leer. Dann machen wir das anders.
Dann können wir den nämlich auch schon wieder auftanken. So, dann hier einmal noch ums Eck. Ja, das ist jetzt genau der Punkt, weil ich meinte, weil hier die Welle zu groß ist, kriegt er hier die Gülle nicht raus. Oder hört zumindest auf, die Gülle rauszubringen. Und zukünftig, ihr seht es ja hier, werden wir uns hier auch noch einen Weg malen, damit wir einfach viel, viel besser hier zum Schweinestall kommen. Und da steht der Mais und ich freue mich, ich freue mich. So, hier rein und dann wieder auftanken. Vorsicht, Felsen. Ja, und ich hatte es ja wie gesagt angedeutet, letzte Folge vor meinem Urlaub, dann bin ich 14 Tage unterwegs und dann wird es wieder erste Videos geben, Content, so ab dem 20. August höchstwahrscheinlich, vorher leider nicht mehr. Wir machen wie gesagt heute Abend noch ein bisschen Stream. So, können wir da noch was auskippen? Okay, sehr schön. Jo. Ja, Geres, da haben wir hier auch natürlich jede Menge, die Silage arbeitet. Und wie viel haben wir denn drin an... Wie viel haben wir denn drin in der BGA jetzt an... Na, wo ist sie denn? Hier sind wir, Mini-Biogasanlage. So, elektrische Ladung 20.000. Okay, hervorragend. Sehr schön. Ja, da seht ihr also, es ist wieder jede Menge los hier auf unserer wunderschönen Map hier, die Galgenberg. Da werden wir noch einige Zeit, denke ich, drauf verweilen und wie gesagt, jetzt mehr in die Feldarbeit gehen, in die größere Feldarbeit und weniger mit den Tierchen arbeiten. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, dann im Livestream hier wieder dabei sein und lasst euch überraschen, welche Map wir dann heute Abend am Sonntag zocken. Ab 19 Uhr bis 22 Uhr gehen wir definitiv wieder in den LS zum Entschleunigen. Für mich sozusagen als Startschuss in den Urlaub. Ich bedanke mich und sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, ciao, euer Baden-Farmer.